Im Rost kannst du so ungefähr 500 Grad erreichen. Cool. Deckelthermometer schafft jetzt 440, 450. Aber das ist schon eine Nummer, ne? Ja, schon heiß, ja. Und das Ding ist, das Geile ist halt, dass er halt schnell heiß wird, ne? 5 Minuten ist er bei 300 Grad. Weil das gleich ratzfatz geht, machen wir eben die Guacamole. Und die machen wir mit einem richtig coolen Trick. Und was wir machen, ist jetzt eigentlich total easy. Guck mal, die sehen auch richtig gut aus. Super. Zack. So einfach geht das. Okay, jetzt löffelst du die Avocado aus. Genau, ich löffel die jetzt aus und pack das mir einfach hier in so einen Zipbeutel. Weil du die nachher wahrscheinlich zerdrücken musst. Weil ich die einfach mir ganz easy zerdrücke. Und was wir machen nachher hier einmal ein Loch rein, schneiden das einmal auf und dann werden wir das wie so eine Tube, wie ein Spritzbeutel, können wir das dann einfach rausdrücken.